Hi und willkommen, mein Name ist Daniel Wolpe und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. Ich möchte bitte nicht die Ice Climber Smash spielen. Ich möchte, glaube ich, auch nicht dieses Deck haben. Da müssen wir das ein Ausdauerdeck, genau. Wen nehmen wir mal denn? Ja, Pikachu haben wir freigeschaltet, genau. Boom. Bin das Stiermann gut. Ja, der Hauptcharakter aus Rubin und Saphir fand ich schon immer war der beste. Also ja. So, und ich habe ja einen legendären Geist letztens bekommen. Kann ich aber nicht ausrüsten, weil ich nur zwei Dinger benutzen kann, ne? Dreck. Ich hätte gerne Asura dabei gehabt. Ich zwei gut aussehende in meinem Team gehabt. Gibt's denn hier noch? Kann ich denn so immer gebrauchen? Klebeböden, zieht Items in der Nähe an. Irgendwie nicht. Verdammt. Oder ist sie ein Dings? Ne, war ein Subgeist, glaube ich, ne? Brauchen wir hiervon einen auf 4 Sterne. Habe ich zwar schon mit Lin, aber kann ja nicht schaden, noch einen zu haben, ne? Ein bisschen wechseln halt, ne? So, wo geht's denn hier weiter? Juri. Aus der Smash. Ich habe gerade gewechselt. Will mir auf den Arm nehmen, ey. Ja, dann wird Angst auf jeden Gegner setzt oft spezial seitwärts ein. Was hier speziell seitwärts nochmal? Weiß was mein Spezial seitwärts ist? Also bitte sagt mir nicht dieses Hexenzeit-Dingen hier. Ja okay, wow. Der Spezial seitwärts, ich weiß es nicht. Hey! Irgendwie setzt sie keinen Angriff, irgendwie sie relativ oft ein. Wart. So, ich zeig dir mal, wie man das macht. Was? Was? Okay, was zum Teufel ist gerade passiert? Ja, was war das denn jetzt? Funktioniert Volt Tackle nicht mehr so wie in den anderen Spielen? Boah, sagen die mir jetzt erst. Aus an wie Musik aus Sailor Moon, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin. Komm her. Was ist das für ein Angriff? Boom. Elektrisiert. Dann landet sie auf dem Panzer so. Aber wäre irgendwie witzig gewesen, wenn er nur weggeflogen wäre. Ui. Okay, da ist eine Schatztruhe mit. Okay. Ein Stern wird er nur. Massenweise Items. Ja, habe ich mir so ein extra Anti-Sturm-Deck gemacht, ne?
Dann kommt natürlich keine einzige Sturm-App. Oh, sehr gut. Aber ich habe ja auch so eine Fähigkeit, ne? Ich werde jetzt durch Essen stärker. Na. No. Nicht, dass ich das brauche, weil du bist schon tot, aber ich fand, das war, wäre gut, dass du das weißt. So, eigentlich kommen wir mal hier voran, ohne zu große Stolpersteine. Oh, Lernjuwele. Wie viele habe ich denn? Ich muss ja 120 oder so jetzt sparen, ne? Hierfür. Steckt all deine Spezialtechniken, ja. Damit kann man nicht viel falsch machen, finde ich. Ja, bevor wir da hingehen, Octoling. Jetzt auf seinen Spezialstandard ein, also sein normale Kanone hier. Ja, mach. Pikachu hat viele, auch so ein Fernkampfangriff. Wird schon gut gehen. Oh nee. Mal einfach den hier. Der Angriff bringt es leider nicht so für euch. Also sollte da vielleicht was anderes auswählen. Ich meine, ich kriege jetzt zwar Schaden, aber ja auch. So, ihr seid tot. Boom. Die Knarre gegen den Kopf, ja. Da war einfach. Gut. Einfach ist gut. Ich nehme hier mal. Greife die rosa Materie. Stimmt, so wie ein Dings halt, ne? Wie ein Final Fantasy. Und sie ist von Mega Man. Da haben wir hier ein Project Cross Zone, glaube ich, vor. Tron Bone, genau. Was hatten wir für ein Level? Haben wir ja schon mal? Haben wir jetzt gar nicht bekannt vor, die Level. Oh, hi. Das war einfach. Ich habe gesagt, das war einfach. Also ein bisschen Roboter. Elektrizität ist sehr effektiv gegen mich. So läuft das doch, ne? So, da haben wir wieder einen neuen Kämpfer. War, glaube ich, der Villager, ne? Der Bewohner. Perfekt. Und ja. Das heißt, wir kriegen wieder 10 Lernjuwele und damit sie hier den ganzen Part mehr oder weniger freischalten. Vielleicht kriegen wir ja auch irgendwas dafür. Finde ich gut, dass jetzt, wenn Pikachu irgendwie seinen Kopfnuss macht, da auch Elektrizität kommt. Ich glaube, da war vorher nicht so, ne? Vorher hat man einfach nur so irgendwie so Dampf irgendwie aus dem Rücken, aus dem Hintern kommen gesehen. So, wie so ein Düsenantrieb irgendwie. Jetzt kommt wirklich irgendwie Elektrizität zum Spiel, ja. Und boom. Man will meine Blitze einstecken, da kannst du ja mal abschwenken. Jawohl, da kämpft noch mit. Ja, zu den können wir auch wechseln. Naja. Im Moment läuft gerade sehr gut als Pikachu, als. Das ist, dass ich hier irgendwie wechseln will. Ja, dann haben wir das auch freigeschaltet. Seht ihr irgendwas? Nö, okay, gut.
So, jetzt will ich noch gucken, was ich da mit dem Ding machen kann, mit dem Auto, nehme ich mal an. Gleiter, was weiß ich. Lilina, das kriegen wir sie wieder. Haben wir doch letztens benutzt, um ihren Vater irgendwie herzustellen. Hi. Na? Nick Flame, überfahr dem. Hältst du an, überfahr den nur einfach. Nick Flamme. Hi. Oh, ich habe auch Donner hier. Aber Pikachu ist irgendwie so perfekte Charakter, wenn irgendwie Gegner hier als viel zu nah rankommen. Ja, einfach Ding, Angriff, Spam und das war's. Geht aber einfach. Ich will gar nicht wissen, wie schnell ich gewesen wäre, wenn ich Sonic gespielt hätte. Na, so, weiter. Und das nächste Mal fahr einfach jemanden. Mac Rider. Ja, kein Ding. Kein Stern, aber ja wohl schaffen. Welcher gelandet, wenn ich direkt am Anfang nach rechts gegangen wäre, ne? So stark können die Gegner ja nicht sein. Aber ich habe mich geheilt, glaube ich. Weiß nicht genau, wie das abläuft. Man muss irgendwie abwehren. Und dann nach dem Angriff. Au! Ja, wir sollten mal auf die Stage zurückgehen. Sie kommen irgendwie bekannt vor. Zum anderen Smash Boss, glaube ich. Boah, ist ja blöd. Boah, ist ja blöd. Guck mal, wie blöd der ist. Tschüss. Boah, der hat gefangen. Das gibt's doch einfach nicht. Oh, da kommen sie. Tschüss. Ich habe dich vor dem Roadkill bewahrt. So, finde ich gut. Läuft gerade alles. Vielleicht bringt uns Pikachu Glück. Ja, Excite Bike. Ach, davor, da kenne ich das. Das ist irgendwie von dem Spiel. Next Side Bike. Der will ja nicht schlecht, finde ich. So. Was bist euch? Ja, komm mir nicht zu nah, wenn ich Pikachu bin. Sein Motorrad gesucht. Wo bin ich? Ich sehe mich manchmal gar nicht. Hier, nimm dein blödes Motorrad. Geh nach Hause. Oben. Oha. Könnt ihr doch nicht machen, ey. Man kann die Scheigers nicht irgendwo anders mal ein Rennen fahren. Hey, wir sind gerade in eine richtige Siegessträhne. Kann ruhig so weitergehen, ne? So. Ja, ein Stern, perfekt. Raketengurt, den kannst du dir anschneiden, wenn du aus der Stage fliegst. Sieht aus wie so eine Drohne. Also so eine echte Drohne, die es im Real Life gibt. Was? Mein Gott. Okay, wir schaffen es hier alles fix und fertig zu machen. Finde ich gut.
mal langsam Zeit, ey. Mighty Gazelle, wen haben wir da? Jack Levin, den kriegen wir natürlich wieder nicht down, habe ich so ein Gefühl. Der Boden nimmt Kämpfer gegen der Stärke, aber mit Startschaden. Elektroboden, ich bin Pikachu, ich bin eine Elektromaus. Das funktioniert so nicht. Mega Man dagegen ist ein Roboter, bei denen sollte das recht klappen. Was? Da. Gibt immer noch. Mal hier hochkommen, Kollege. Da, oh, dieser. Oh, das gibt's da jetzt einfach nicht, ey. Den Kampf ja voll dominiert am Anfang und dann sehen wir sowas hier. Ja, meine nächsten Kämpfe ja freischalten. Wenn er besser ist als der Bewohner, ob ihr sagt mir als Captain Falcon. Jetzt riecht er ja nach Captain Falcon. Jawohl. Du fühlst, wie sich dein Körper füllt. Mit Entschlossenheit. You feel determination. Boah, jedes Mal, wenn ich gegen Captain Falcon kriege, kriege ich auf die Fresse. So, der Captain, ne? Was? Was hat denn für ein Standoff gerade? Na komm. Ist sie so ganz langsam auf ihn zugeflogen. Aber das hätte es für mich gewesen sein können. Oh. Macht der gleiche mit mir. Boah, ich krieg den nicht raus, ey. Boah, Junge. Was ist das? Banana Cannon. Feuer. Boom. Mein Gott, warum war denn das so eine riesige Explosion? Ey. Die so ganz lang auf ihn zu und auf einmal. So, wir haben hier irgendwie das gesamte Gebiet geklärt. Nur noch er fehlt und er gibt uns jetzt auf das. Pass auf. Oh. Gegner hat im Kampf Verstärkung. Ja, der kriegt und jetzt pass auf. Jetzt pass auf, wie wir auf fest gehen. Wir kennen es schon so hier. Hier, pass mal auf. Ich mache mal Folgendes. Geil. Wie müssen wir denn du das? Ja. Also aber irgendwie nicht so gebracht. Also ich habe noch keinen Schaden an den gemacht. Hallo. Ich war sein, ey. Aber wieso treffe ich hier nichts?
Oh. Na warte, da versuchen wir nochmal. Ich bin ja irgendwie gar nichts an Schaden angezogen hier am Anfang. Ha. Boah. Boah. Wir haben nur Geschosse auf dich zugeflogen, ey. Lollipop. Lollipop, Lollipop. Oh, verpisst euch, das ist ein Kampf zwischen mir und denen. Oh, was? Warte, das ist nicht so unmöglich. Komm. Boah, kann nicht sein, dass hier wieder ein Gegner hier nicht zu schaffen ist. Ey. Den kriege ich ja auch noch down. Pass auf. Bringt's irgendwie nicht so. Zum der wird nein nein, da wollte ich nicht machen. Oh. Wenn diese blöden Dings wieder nicht werden, ne? Boah, habe ich unter den Hadoken durchgeduckt, habt ihr das gesehen? Oh. Wie gesagt, der Kampf ist vorbei, wenn ich den Ken erledige. Da habe ich das 13 abgezogen. Wie kann denn das schon wieder sein? Oh. Ey, er fliegt mir zu viel Mist durch die Gegend, ey. Für so weit muss ich irgendwie mein Brett hier hochleveln, ey. Sonst geht das hier nicht. Nein, ich will. Ich will umdrehen, verdammt. Okay. Dann machen wir Lelina hier fertig. Schon mal wieder ein neues Gebiet hier freizuschalten, wie es ausschaut. Ja, und ich will den Mitbewohner doch nicht spielen. Ich komme mit dem nicht so gut klar. Das Lied hat überhaupt nicht oft in Fire Emblem 6 vorkam. Überhaupt nicht in fast jede Level. Oh Gott, da kommt er auch noch. Okay. Roy, oh boy. Damit. Boah. Er bewegt sich so langsam, ne? Habe ich da unten gedrückt? Habe ich schon gewundert, warum kommt da
Warum kommt da kein Donner runter? Wollen mit dem Kopf in die Eier. Cool. So, wir haben wieder ein neues Gebiet freigeschaltet. Das ist vielleicht ein Fire Emblem angesiedeltes Gebiet sein. Das ist ein Dojo, glaube ich. Oh Gott, Fiora, die ist aus Xenoblade Chronicles, glaube ich. Snake Man. Ja, für einen Stern brauche ich doch nicht hier extra meine Ausrüstung zu ändern. Oder? Vielleicht machen soll. Was? Mit dem Kopf wieder dagegen an die eine Stelle, ja. Haben wir viel erreicht in diesem Part, finde ich jetzt. Und am Ende, ja. Cool. Fisch, einfach nur Fisch. Und hey. Hier waren wir schon. Ich will woanders hin. Mal sehen, ob ich von der anderen Seite hier rein kann zum Kämpfer. Zum Schatz. Hallo. Oh nein. Schatztruhe, die von einem Stern Gegner bewacht wird. Gerne. Professor Chops. Man muss sich ja vorstellen, mit jedem Sieg kriegen wir. Boah. Kriegen wir halt mehr Punkte in unseren Dings hier, in unserem Brettchen. Das heißt, wir werden immer stärker. Au. Weg mit dem. Boah. Wollte ich mich verarschen. Tschüss. Ein Sterngegner. Ist auch gar nicht mal Zeit wert, ey. Ist auch schon wieder so ein Ausdauertyp. Ausdauerschwein. So, was haben wir gewonnen? Lernjuwel. GP. Gip. Also wir den noch Abroxas. Riesenverwandlung für Gegner, kein Ding. Ja, Pikachu und sein Elektroschock. Will ich ja wohl sofern erledigen können. Außer kommen noch zwei, drei andere. Pff. Wenn du mir näher kommst, mache ich den hier. Ja. Uff. Ja, das wäre es jetzt noch. Pff, wieder. Boah, pack das Schwert weg, ey. Pff. Das wievielte Mal, dass ich selber damit getroffen habe. Oh, du willst mich jetzt hier verarschen, ey. Komm schon, ey. Ups. In den Kampf ja voll unter Kontrolle. Ja. Boah, wisst mich.
So weit habe ich verloren. Ich glaube, den Weg zum neuen Kämpfer, den kriegen wir auch noch hin. Wie viele Kämpfe sind da? Oder Miltank. Haben wir nicht so einen Kampf schon gehabt? Wo ein Pummeluff eine Rolle einsetzt? War ja Miltank, ne? Ist ja irgendwie... Wie das die Arena, die alle zu schaffen gemacht hat, damals anscheinend als Kinder in der Kindheit gegen Bianca. Ich weiß nicht, ich habe das irgendwie jetzt nicht so in Erinnerung, dass so schwer war, irgendwie zu kämpfen gegen das Miltank. Aber jeder andere sagt irgendwie: Ja, dieses Miltank war so stark, ey. Ich habe da nie besiegt gekriegt. So, Anna. Kampfwaffe, stärker Angriff für Nahkampfwaffen für alle. Okay. Jesus Fire Emblem. Die kommt in jedem Fire Emblem irgendwie vor. Wo die alle immer... Codenamen FE. Was? Sie haben wie Fire Emblem. Also meine Waffen jetzt auch stärker. Boah. Hey, mit meinem Schwert. Hier. Boah, ich treffe damit nicht. Ja, nimm das. Hey. Ich weiß nicht, was ich damit anfangen soll. Ja, kann ich wieder Leute auf Reise schicken oder so? Mit ihr. Ich wollte eigentlich den Kämpfer ja freischalten, ne? Was sind Aktivitäten von Anna besuchen? Ah, die verkauft, ja. Okay, macht Sinn. Die ist eine Händlerin. So. Ah, Takamaru, dieser eine Typ, der mir vor auf Nerven gegangen ist. Sie ist, glaube ich, das Golden Sun, ne? Golligan. Minus 40%. Ja, warum nicht? Schwertangriff hoch, ja. Na gut, wenn ich Marv oder so steuern würde. So, ich will jetzt noch diesen einen Charakter hier kriegen, hallo? Don Rossetti. Nach immer der Charakter ist, den hole ich mir noch. Und wenn es mich Jahre dauert. Oh, was? Was? Okay, lässt das Ding aber auch mal los, ne? Bist dich damit? Ich will das Ding nicht haben. Oh, Luigi, mach es mir jetzt nicht so schwer. Das ist ein Hammer, ja, ich hab's verstanden. So, ich bin ein bisschen stärker. Was machst du jetzt? Donut. Boah. Noch mal ein bisschen stärker. Und tschüss. Nein. Oh. Schokolade. Was? Boah, Junge. Wenn ich jetzt Marv hätte, ich könnte den Hammer am Anfang, könnte ich die ganze Zeit kontern. Die ganze Zeit kontern, man, dann würde mir gar nichts damit machen. Wisst ich. Boah, ehrlich. Boah, der erreicht mich von hier auch noch.
Ja, lief viel schlechter als vorhin. Du hast auch eine Kopfnuss? Ich auch. Geht so. Warum gibt denn der mir jetzt so auf die Fresse? Der ist nur noch 2 Sterne, oder? Sagen. Der schafft das auch noch. Nein, sehr gut. Haben wir mit meinen Blitzen abgehalten davon, sich da festzuhalten? Was? Geil. Dann haben wir da Link. Sehr gut. Kombinieren wir das noch mit ein bisschen Lernjuwelen und so, und dann wird es langsam sehr viel einfacher in diesen Dingen hier. Wow, er bringt's ja auch voll. Sehr geil. Link kämpft nun mit. Okay, haben wir sehr viel erreicht. Sehr gut. Kann ich mal einkaufen? Schon wieder was Neues direkt? Hab schon Lernjuwelen. Nö. Stack up. Keine Ahnung. Das ist wie ein böser Rob irgendwie. Aber immer noch kein Lernjuwel. Okay. Gehen wir nochmal kurz zurück zum Hauptmenü, gucken, ob wir irgendwas kaufen können. Und dann sehen wir weiter. Ich habe jetzt Benny Hill da gelesen. Ah, Thanatos von Kid Icarus. Ja. Ja, ja, weil 500 kostet. Tennisspieler. Gut. Was das für diesen Part? In der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder im klassischen Modus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und ja, tschüss. Bis zur nächsten Folge.